Ja, liebe 96-Fans, da sind wir auch schon wieder. Und weiter geht es jetzt hier mit der Kochstunde mit Eddies Kids. Und da ist heute Matthias Ostscholek dabei, der natürlich ein wahrer Experte auf dem Gebiet ist. Auch ich habe mir schon ein paar Tipps von ihm abgeholt. Und ja, Tobi? Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein, denn ich habe gehört, es gibt zwei richtig, richtig leckere Sachen. Und ich glaube, Eddie, da würde ich dir mal empfehlen, mach dich auf den Weg und gucke, was die so Leckeres machen. Dann gehen wir ab. Hallo, liebe 96-Fans. Wir sind zurück nach einer Woche Pause mit Kochen, mit Eddies Kids und Matze. Matze ist bei 96 so unser Ernährungsexperte, ernährt sich auch vegan, aber er erzählt jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen mehr darüber. Ich habe heute für euch zwei ganz coole Snacks mitgebracht. Wir haben einmal hier einen Joghurt mit frischen Früchten und ein bisschen Honig und nach Wahl auch ein paar Nüsse. Und das andere ist dann so ein Nachmittagssnack. Das ist ein entweder Brot-Gemüsespieß oder nur ein Gemüsespieß. Und ich würde jetzt mal mit Matze anfangen. Wir haben hier eine große Schüssel, die wir brauchen. Einen Esslöffel. Und einen Teelöffel. Als ersten Schritt werden wir jetzt mal das Obst, also die Banane und die Birne klein schneiden. Da würde ich sagen, Matze kann mir gerne helfen. Hallo zusammen. Eine Banane Dankeschön. Für dich, eine für mich. Machen wir da ganz klein. Wie ist denn das so bei dir, Matze? Was frühstückst du denn morgens? Also mein Frühstück könnte genauso aussehen, außer den Joghurt. Den würde ich dann austauschen gegen entweder Soja, Kokos, Cashew-Joghurt, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Alternativen. Aber sonst auch ganz viel Obst, Nüsse sind auch sehr, sehr gut. Ja. Walnüsse vor allem mit Omega-3 ist immer sehr gut. Honig ist für die Süße immer auch ganz gut, wenn man halt einen Joghurt nimmt ohne Geschmack. Ja. Zimt nehme ich auch gerne dazu. Ja, genau. Ja, aber eigentlich ein Frühstück von mir sieht genauso aus. Sehr gut. Ja, also ich habe das so mitgebracht, weil ich das selbst auch eigentlich fast jeden Tag esse. Ich tausche manchmal den Naturjoghurt mit Quark aus und strecke den dann mit ein bisschen Wasser, dass er nicht so trocken ist und nicht so fest. Dann schmeckt es einfach viel, viel besser. Seit wann ernährst du dich denn vegan, weil du ja den Joghurt austauschst, also keine Milchprodukte isst? Also vegan jetzt ungefähr seit einem halben Jahr und Milchprodukte, da verzichte ich schon länger drauf, ungefähr seit 5 oder 6 Jahren und ja, fühle mich damit ganz gut und vegan wollte ich jetzt mal ausprobieren, weil ja auch ja, immer mehr Sportler sich vegan ernähren, dann wollte ich mal gucken, wie es sich auf meinen Körper auswirkt und fühle mich sehr gut damit und ja, deswegen habe ich es jetzt beibehalten, mir fehlt nichts. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich auch genügend Eiweiß vegan zu mir nehme, aber damit habe ich keine Probleme. Ich, ja, ich beschäftige mich gerne mit Kochen und ja, gesunden Essen, deswegen auch meine zukünftige Frau auch, deswegen macht es uns Spaß. Und durch die Quarantänezeit haben wir jetzt echt sehr viel Zeit zum Kochen. Und was wir jetzt auch immer mehr für uns entdeckt haben, ist halt Backen und ja, Kuchen, Brownies haben wir die letzten Tage gemacht. Und man hat ja jetzt deutlich mehr Zeit und da sind wir gerade so in einer Phase, wo wir echt viel ausprobieren. Na, sehr gut. Dann machen wir jetzt mal mit der Birne weiter. Birne. Jeder bekommt eine. Was würdest du denn den Kids, aber auch den Eltern empfehlen, was sie noch so frühstücken könnten am Morgen? Hast du da irgendwelche Geheimtipps? Vielleicht auch nicht vegane, weil wir wissen ja, dass auch unsere Kids da draußen nicht alle vegan sich ernähren. Ich glaube, Frühstück ist immer sehr wichtig am Morgen, weil durch ein gutes Frühstück kann man ja, erstmal lange satt werden und nach einer langen Nacht sind ja auch oft die Speicher leer, weil der Körper verbraucht ja auch in der Nacht Energie im Schlaf und da kann halt immer ein Frühstück helfen, dass man halt ja, den ganzen oder länger gesättigt ist und dann nicht schon wieder nach 1 oder 2 Stunden wieder Hunger hat. Und man sollte da auf Produkte achten, ja,
die vollwertig sind, auch eiweißreich und ja. Ich glaube zum Frühstück, also ich esse am liebsten immer Obst zum Frühstück, anstatt zum Abendessen und vor allem jetzt im Sommer bei dem Wetter oder es fühlt sich an wie Sommer, wir haben noch gar nicht Sommer, Frühling, aber da ist, also finde ich es angenehmer irgendwie Obst zu essen anstatt irgendwie, keine Ahnung, jetzt bei mir nicht, aber viele Kinder essen ja auch irgendwie Wurst oder so. Ja, und da finde ich, was glaube ich, man sollte nicht so viel Zucker zum Frühstück benutzen, weil dann hat man wirklich nach einer oder zwei Stunden wieder Hunger. Und wenn bald wieder die Schule anfängt, Zucker bekommt man erst einen Energieschub und fällt dann halt sehr schnell in ein Leistungsloch. Und, das ist natürlich auch nicht für die Konzentration so gut in der Schule. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir gleich mal. Also ich bin fast schon fertig mit meiner Birne. Das Messer ist ein bisschen klein. So. Und ich versuche halt auch sehr oft jetzt beim Obst Produkte zu verwenden, die halt gerade auch in Deutschland Jahreszeit haben. Jetzt kommen ja Erdbeeren oder Allgemeinbeeren. Ist immer besser, als wenn man irgendwie Obst bezieht, was einmal um die halbe Welt geflogen ist. Und Frühling, Sommer hat man natürlich deutlich mehr Auswahl in Deutschland an Früchten als im Winter. Hast du dann Lieblingsbeeren, die du am häufigsten isst? Oder? Alles an Beeren, alles, ganz viel Banane esse ich. Banane ist auch ein meiner Lieblingsobstsorten. Natürlich dann im Sommer ist immer schön, wenn es richtig heiß ist, mal zwischendurch eine Wassermelone. Aber bist du dann einer, der lieber die hellen Bananen isst, also noch die fast grün oder schon die ganz reifen? Die muss am besten komplett reif sein. Okay. Also dann schön weich, matschig und damit macht man oder mache ich auch am liebsten meine Bowls, die ich dann im Smoothie zusammen mixe, ist dann immer besser. Und Bananen, die reif sind, die sind halt viel süßer, das schmecken besser als unreife Bananen. Dann, als nächsten Schritt würde man sagen, machen wir die leckeren Beeren. Können wir ganz reinmachen, könnt ihr aber auch einfach in die Hälfte schneiden. Ich würde sagen, wir werden ganz rein, ich würde sie vorher eigentlich waschen. Ja, aber vorher sollte man sie waschen. So, der nächste Schritt wäre dann, den Joghurt reinzumachen. Mal durchrühren, oder? Genau. Mal habt ihr alle Hunger? Perfekt. Und dann würde ich schon mit dem Teelöffel, machen wir erst die Nüsse rein und am Ende dann mit dem Teelöffel ein bisschen Honig. Was auch ich sehr lecker immer finde und auch als Snack zwischendurch sind Datteln mit Walnüssen. Datteln sind auch, mag ich richtig. Da war ich auch erst vor kurzem in Israel und habe dann dort Datteln probiert. Und da sind die Datteln natürlich nochmal. Ja, Israel oder Dubai-Urlaub, da schmecken die natürlich deutlich besser. Na klar. Ich glaube, uns geht gerade die Fahne verloren, aber davon lassen wir uns nicht irritieren. Schönes Hintergrundgeräusch. Doch, sehr gut. Dann noch Honig. Ein bisschen Honig. Dann fange ich auch schon mal an, so ein bisschen zu rühren. Rühr mal und ich hau mal den Honig rein. Jo.
Riecht auf jeden Fall gut. Dann mischt ihr das ganz gut durch, dass auch der Honig überall mit dran ist, dass alles schön süß ist. Und wenn das dann durchgemischt ist, könnt ihr euch hier kleine Schüssel nehmen und könnt das dann einfach portionsweise aufteilen und entweder zum Frühstück essen, aber auch als Snack mal am Nachmittag könnt ihr euch das gerne, könnt ihr gerne verzehren. Ja. Wir würden jetzt im zweiten Schritt würden wir die Brot- und Gemüsespieße machen. Dafür brauchen wir einmal hier Holzspieße oder auch Schaschlikspieße. Dann haben wir einmal ein Pumpernickelbrot, weil das sehr gesund ist. Karotten haben wir dabei, eine Gurke, Paprika und Tomaten. Was hältst du denn so von den Zutaten? Sind die, außer das Brot, ist für dich alles gut? Ja, ich, nicht nur, dass ich mich vegan ernähre ich mich ja auch noch glutenfrei. Deswegen, ich würde dann irgendwie Reiswaffeln benutzen oder glutenfreies Brot. Mittlerweile gibt es da sehr viele Alternativen. Aber natürlich ist so ein Brot deutlich besser wie Weißbrot oder Toast, weil es einfach viel länger sättigt und deswegen ist es eine super Alternative. Ja, sehr gut. Also wir würden jetzt, ihr müsst jetzt einmal das ganze Gemüse nehmen, natürlich vorher waschen wieder, wenn ihr wollt auch schälen und dann alles in gleich große Stücke schneiden. Am besten nehmt ihr euch hierfür dann auch noch ein paar Schüsseln. Die lege ich auch mal zwei hin. Da könnt ihr dann die fertig geschnittenen Gemüsesorten reinmachen. Und da würde ich einfach mal anfangen. Du kannst dir gerne was aussuchen. Du kannst die Paprika, die ist nicht so okay. Einfach. Dann mache ich die Paprika. Und ich würde das Gemüse immer lieber viel besser waschen und länger waschen, anstatt die Schale abzuschneiden, weil da die meisten Vitamine drin stecken. Sehr guter Tipp. Aber hast du auch beim Gemüse, hast du Gemüse, was du gar nicht magst, also was du auch ungern isst, oder probierst du alles aus? Mittlerweile fällt mir jetzt nichts ein. Also ich mag jetzt keine Peperoni oder Oliven. Aber sonst, früher habe ich rote Beete gehasst, mittlerweile liebe ich rote Beete und ist richtig gesund, auch für die Leistungsfähigkeit. Aber also, ich muss sagen, nachdem ich meine Ernährung auch so ein bisschen umgestellt habe, sind auch so ein bisschen die Geschmacksnerven wirklich, haben sich verändert und ich mag eigentlich andere Sachen lieber als die ich vorher gar nicht gemocht habe, mag ich auf einmal. Achtest du beim Gemüse dann auch darauf, also wie viel Kohlenhydrate Gemüse hat? Oder ja, Gemüse hat ja allgemein eigentlich sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Und ich achte natürlich schon, wann Training ist, dann brauche ich natürlich mehr Kohlenhydrate, wie wenn wir einen freien Tag haben. Ich glaube, damit muss man sich dann schon auseinandersetzen, damit man auch leistungsfähig ist, wann man mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, wann man weniger. Aber ich nehme, oder es gibt ja auch gute und schlechte Kohlenhydrate und Kartoffeln, Süßkartoffeln und Reis oder Quinoa sind so meine Lieblingskohlenhydratquellen. Sehr gut. Immer direkt die Möhre. Jo. Kannst du dich auch noch erinnern, was du als Kind sehr gerne gegessen hast an Gemüse? Oder hat sich das nicht großartig geändert? Oder? Als Kind war natürlich Gurke, Karotten und so die einfachen Dinge. Also Tomaten habe ich überhaupt nicht gemocht als Kind. Aber Gurken, Karotten und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich ja als Kind zum Frühstück manchmal gegessen habe, dann wäre es, glaube ich, nicht so toll, weil da kam auch mal öfters die Nutella zum Einsatz. Aber umso älter man wird, umso klüger und schlauer wird man. Und
man lernt ja dazu, deswegen, umso früher man es lernt, umso besser ist es für die Gesundheit. Und aber machst du dann auch so Tage, wo du sagst, okay, heute schaue ich nicht so auf die Kalorien, heute gönne ich mir mal etwas. Ja, natürlich, man muss sich auch mal was gönnen, mal ein Eis, oder das gibt es natürlich auch vegan mittlerweile. Ja. Ich mache mir aber auch gerne selber Eis, das kann man ja auch ohne Zucker und es schmeckt mir genauso. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man ganz viel und ein bisschen mehr Zeit hat, ganz viel zu Hause machen und ohne Zucker, weil ich glaube, Zucker ist eins der schädlichsten Stoffe und wenn man darauf irgendwie verzichten könnte, dann ist es natürlich deutlich besser. Und, aber natürlich gehe ich auch mal in eine Eisdiele und hole mir da mal ein Eis. Also. Sehr gut. Natürlich ist es während der Saison achtet man mehr darauf, dass man auf sowas verzichtet. Und dann, wenn mal Urlaub ist, dann gönnt man sich dann mal ein Eis mehr. Haben wir es auch gleich schon geschafft und das ganze Gemüse klein geschnitten. Und dann ist eigentlich schon eure Kreativität gefordert, auch deine. Ihr könnt die Spieße gerne machen, wie ihr wollt. Ich kann gerne einen vormachen, du kannst auch gerne einen vormachen. Gerade ohne Brot, dann mache ich einen mit Brot, du machst einen ohne. Nur mit dem Gemüse. Seid kreativ, macht den sehr bunt. Ich fange hier mit einer Paprika an, steck die dann so drüber. Dann kommt ein Stückchen Brot, da müsst ihr vorsichtig sein, das könnte auseinanderfallen. Oh. Oder nicht so wie ich. Seid vorsichtig, nicht in den, Karotten, nicht in die Hand stecken. Karotten sind ein bisschen fester. Ich noch ein neues. So. So, ich höre dann hier mal auf. Ja, ein schöner Gemüsespieß, auch für den Grill. Sieht sehr, genau, sieht sehr gut aus. Und jetzt seid ihr gefragt, macht es nach, schickt uns die Bilder einmal unter Hashtag 96 at home oder verlinkt uns unter Eddys Rudel. Und viel Spaß beim Nachmachen. Danke, Matze, dass du hier warst und danke für das Gespräch. Danke. Und jetzt höre ich gerade, dass Eddie kommt und er würde gerne die Spieße mitnehmen. Dann packen wir die mal hier auf den Teller, auch wenn er noch nicht ganz fertig ist. Also, tschüss Eddie. Ciao. Und nicht vergessen, nach dem Kochen schön die Hände waschen, nochmal desinfizieren und vielen Dank.